Hallo auf meinem Ingenieurskanal. Heute Faktencheck, der Faktenchecker. Tesla Semitruck Leergewicht verraten. Da wird jeder E-Lkw-Kritiker sprachlos. Ja, ich werde sprachlos, weil ich selten, wenn ich da durchgucke, so viel Unsinn gehört habe wie von dieser Type da. Wenn Sie das interessiert, wie wir manipuliert werden, dass es nur so kracht von irgendwelchen Ideologen, die uns irgendwie eben Ideologie, also Ideologie besteht aus Vermischung von Wahrheiten, also von Fakten und Manipulation. Das ist Ideologie. Ideologie ist grundsätzlich nichts, was immer falsch ist. Also er erzählt gesichert auch ein paar Wahrheiten, die werde ich Ihnen auch zeigen. Es ist ja nicht so, na gut, und jetzt fangen wir da mal an. Allerdings zunächst meine Rechnung erstmal, die ich vorher gemacht habe. Und zwar, wie viel Sprit braucht so ein 40-Tonner? Und da findet man ungefähr pro 100 Kilometer, findet man so bis 40 Liter, sagen wir 38 Liter auf 100 Kilometer. Da schleppt ihr aber 40 Tonnen durch die Gegend. Ja, und jetzt müssen wir aber, jetzt machen wir erstmal einen Vergleich Kfz gegen Lkw. Das ist ganz wichtig, um die Sache meines Erachtens zu verstehen, was er da irgendwie propagandamäßig ignoriert. Machen wir den erstmal weg. Ich kann mir eh dieses Gesicht, da kriege ich die Grätze, Entschuldigung, ist halt leider so. So, also erstmal die Einführung. Wenn ich jetzt einen Pkw vergleiche mit dem Lkw, da gibt es ganz große Unterschiede, obwohl sie beide einen Motor haben. Und zwar nehmen wir mal ein Kfz, normale Pkw. Was ist das? Da fährt eine Stadt, da fährt eine Land, da fährt eine Autobahn, da fährt einer schnell, da fährt einer langsam. Und wie auch immer, und das ist alles unterschiedlich. Also beim Pkw muss ich eine ganz riesige Spannweite eines jeden Fahrers abdecken und muss daraufhin auch meinen Verbrauch optimieren. Okay? So, da ist eigentlich ein E-Kfz relativ gut, weil der, die tatsächlich, so ich es mitbekommen habe, über den gesamten Betriebsbereich einen sehr guten Wirkungsgrad hinkriegen. Also sehr gut die eingesetzte Energie nutzen. Ja. Diesbezüglich, ich würde auch Elektroauto fahren, wenn Strom da wäre, ist nur keiner. Kommen wir nachher drauf. Also damit ist eigentlich die Sache schon gesagt, aber jetzt machen wir mal, der uns manipuliert. Nun fragt man sich auch später, weswegen sind solche Manipulationen notwendig, wenn es doch so gut ist? Daran sieht man, es kann nicht so gut sein. Und der Unterschied zu einem LKW ist der, wenn ich jetzt einen Verbrennungsmotor habe, ja, der ist halt an einem Punkt gut und ist dann an den anderen Punkten schlechter. So, wenn ich jetzt aber damit einen LKW fahre, dann ist die Anforderung letztendlich hauptsächlich Autobahn, 83 Stundenkilometer und genau diese Last. Das heißt, auf dem Ingenieurskanal, das ist das, was sich jeder Ingenieur wünscht, ein One-Point-Design. Ich muss letztendlich diesen LKW genau auf diesen einen Punkt auslegen. Okay? So, und das ist gut, weil ich da dann einen sehr hohen Wirkung, ich lege den da hin und baue dann einen hohen Wirkungsgrad und spare dann Sprit. Okay, so, das zur Einführung. Das heißt also, LKWs mit Dieselmotoren sind gesichert, unfassbar gut optimiert vom Motor her. Punkt 1. Punkt 2, der Wirkungsgrad ist besser als der vom Pkw, Diesel ist und bigger ist better. Und zwar haben die andere Anforderungen, also mein Diesel dreht 5000, da kommt dann der rote Bereich. Ich weiß ja, was ein LKW drehen dürfte, so die Hälfte, 2,5 oder sowas. Und dann haben die einen wesentlich größeren Hubraum, so 6-7 Liter. Das hat mein Auto nicht als Diesel, sage ich Ihnen ganz ehrlich.
Und damit kriegen die einen besseren Wirkungsgrad. Den besten Wirkungsgrad als Diesel haben sogar Schiffsdiesel. Die haben 50% kriegen die. Ein Zweitakter übrigens. Weil die ganzen, müssen auch keine Ventile bewegen und nichts, aber die haben 50%. Aber je größer der Motor und je langsamer er dreht, desto günstiger ist es. Und das verträgt sich auch wieder mit LKW, weil die viel Drehmoment brauchen, wenig Drehzahl. Und da haben die halt einen Motor drin, der wiegt dann 1,2 Tonnen, habe ich hier eruiert, so Actros. So, und jetzt gucken wir mal, was er uns erklärt. Ja. Ich muss das aber wieder abdecken, dass sonst gibt er garantiert wieder Ärger mit Dings. Ich werde jetzt so kurz anspielen oder mache ich Abdeckung drauf. Hallo zusammen! Der Tesla E-LKW, der Tesla Semi-Truck, ist ein Witz. Wie soll das auch gehen? Ihr braucht riesige, tonnenschwere Batterien, um die angeblichen 800 Kilometer Reichweite zu erreichen. Das kann's nicht sein. Dadurch kann er auf gar keinen Fall mit der Nutzlast eines schönen, modernen Diesel-LKWs mithalten. Oder doch? Nein, denn Tesla verrät uns ja seit Anbeginn noch nicht mal das Leergewicht des Fahrzeugs. Daran seht ihr schon, dass das alles gelogen sein muss. Richtig. Jetzt hat Tesla das Leergewicht verraten. Wollt ihr es wissen? Dann bleibt dran. Vorher gibt es wie immer noch den Hinweis auf den Sponsor, der dieses Video möglich macht. Blablablub, okay. Sponsor. So, und jetzt habe ich das mal ausgerechnet. Ja, habe ich das mal ausgerechnet. Und zwar habe ich das überschlagsmäßig gerechnet. Wir wissen, was ich Ihnen vorhin erzählt habe, so ein LKW läuft schon bei einem sehr hohen Wirkungsgrad. Also ein Diesel-PKW erreicht den Maximalpunkt bis zu 43-44%. Da wird er nicht ganz die ganze Zeit laufen, aber wir haben so einen relativ guten Wirkungsgrad. Das heißt, wenn ich die Energieinhalt, das heißt ja, ich habe eine gewisse Energieinhalt im Diesel, so 10,4 Kilowattstunde pro Liter. Und das muss ich ja letztendlich nur umrechnen. Und ich nehme jetzt mal an, dass ich beispielsweise, habe ich beim PKW immer gemacht, dass ich ungefähr den dreifachen Wirkungsgrad habe. Also dass beispielsweise ein PKW 25% Wirkungsgrad hat im Durchschnitt, während so ein LKW 75% hat. Also ich brauche dann nur ein Drittel der Energie. Ab Tankstelle, Vorsicht, da muss man ja auch aufpassen, aber Übertragung ist ja 50%, also wenn ich das im Kraftwerk herstelle, sind 50% weg, aber das lassen wir jetzt mal weg. Wir gehen jetzt tatsächlich in den Moment, wo ich den Stecker da reinstecke oder den Zapfsäule da rein tue. Ich habe den Faktor 3. Das bedeutet, wenn ich normalerweise 38 Liter auf 100 Kilometer habe und dann habe ich ungefähr 380 Kilowattstunden, wenn ich mal 10 Liter rechne, so über den dicken Daumen, und dann brauche ich 3,8 Kilowattstunden pro Kilometer bei einem LKW. So, wenn ich da jetzt ein Drittel davon habe, 380, ja, das sind, sagen wir, rechnen wir 390, dann sind wir hoch, dann bräuchte ich 130 für den LKW, 130 Kilowattstunde pro 100 Kilometer. Einfach Drittel. So, 130, und das wäre, und wenn ich jetzt das ausrechne mit den aktuellen Akkus, die von Bloch erklärt, dann lande ich bei 800 Kilometer bei einer Reichweite von 800 Kilometer mit einer Kapazität von irgendwie 140 Kilogramm, also 1,4, also 0,14 Kilowattstunde pro Kilogramm, lande ich für 800 Kilometer Reichweite von 0 bis 100, lande ich bei 7,15 Tonnen Gewicht. Nur der Akku. Vorsicht. 7,15 Tonnen. So. Und damit, 7,15 Tonnen, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Und ich habe ja ausgerechnet 3,8 Kilowattstunde pro Kilometer. So, gehen wir mal weiter und dann lande ich bei knapp über 7 Tonnen für den Akku.
für 800 Kilometer Reichweite. Weiter geht's. Das zu seiner Sache. Und jetzt veröffentlicht er das Gewicht. Bis gleich. Und jetzt kommt der über das Ding da und jetzt kommt auch die Werbung. Martin Daum, der sagte damals, als Tesla den Semitruck vorstellte, bis auf Weiteres gelten dieselben Gesetze der Physik sowohl in Deutschland als auch in Kalifornien, richtig, wo so Tesla seinen Sitz hat. Und gemeint hat er natürlich, dass es für Tesla unmöglich sein wird, einen LKW für die Langstrecke rein elektrisch zu bauen. Die Physik. So, er hat gesagt, dass es unmöglich ist, einen LKW für die Langstrecke zu bauen. So, was ist das Problem? Wie definiere ich Langstrecke? Und das ist hier die erste üble Manipulation. Da kommen wir nachher nochmal heftig dazu. Und zwar Langstrecke. Also, was ist Langstrecke von LKW? Das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Ich habe hier gerade 7 Tonnen ausgerechnet für 800 Kilometer. Aber eigentlich sind 800 Kilometer keine Langstrecke. Schon hier wird manipuliert, dass die Schwarte kracht. Warum er das macht? Propaganda. Weiter geht. Genauso hat ja auch Elon Musk seinen Hyperloop. Und der ist beispielsweise, der dem sie da das nackerte Weib da auf den Rücken gebunden haben, damals vor 30 Jahren im Stern, der ist auch weg. Ist eingestellt. Hyperloop vom Branson hat Ende des letzten Jahres zugemacht. Vergessen Sie es. Genau so kommt's hier. Weiter geht's. Dick lässt das nicht zu. Jetzt hat es sehr lange gedauert, bis wir wieder Neues vom Semitruck gehört haben bei Tesla. Was News angeht, ist hier in den letzten Wochen aber viel passiert. Und der Out of Specs Podcast in den USA, der hat kürzlich eine Präsentation der Firma Tesla bei einer veröffentlicht. Die haben schon viel gehalten hat diese Dan Priestley von Tesla. Der ist Senior Manager bei Tesla und Leiter des Tesla Semi-Programms. Er war eingeladen zu einem Heavy-Duty Fireside-Chat auf der ACT Expo. Das ist eine Messe für Nutzfahrzeuge in Las Vegas und da hat er gesprochen. Das ist der typische Bullshit-Bingo der Leute, um das alles wissenschaftlich wirken zu lassen. Vortrag hat er erstmal mehrere wichtige Facts über den Tesla Semi gesagt. Als allererstes bekommt der Pilotkunde PepsiCo nochmal 50 weitere Semi-Trucks geliefert. Die Lieferung hat bereits begonnen. Da sieht man unseren Autisten. Warum PepsiCo? Offensichtlich, weil sie mit diesen LKWs wahrscheinlich die LKWs gar nicht mit 30 Tonnen beladen können. Sowas. Also wenn das Ding muss ja auch was wiegen. Und wenn ich jetzt Getränke durch die Gegend fahre, dann kriege ich die vermutlich nicht voll. Ich habe es jetzt nicht geprüft. Ich weiß nicht, wie viele Kästen da drauf gehen und so weiter. Deswegen gibt es ein paar Firmen, die das vielleicht diesbezüglich mit dem Gewicht kein Problem haben. Andere wird schwieriger. Weiter geht's. Moment, da. PepsiCo hatte ja bisher 36 Stück und auch weitere Kunden wie Costco und Walmart sind inzwischen dazugekommen. Bestätigt er auch nochmal die angestrebte Produktionskapazität von 50 kommen. Der Bau hat bereits begonnen. Und er wiederholte nochmal, dass der Tesla Semitruck bei voller Zuladung 65% effizienter sei als vergleichbare Dieseltrucks. 65% effizienter? Das ist, sagen wir mal, 66% als Dieseltrucks. Und was habe ich gerechnet? Genau dasselbe. Wenn er sagt 65, das habe ich gar nicht hier nachgerechnet, ich habe das hier mal, ich schreibe das hier alles auf. 65%, sagen wir 66,6%, 2/3, genau das habe ich auch gerechnet. Exakt das habe ich gerechnet. 65% effizienter. Weil ich habe ja gesagt, ich brauche 1/3. Ich habe gesagt 75% Wirkungsgrad, 25% Wirkungsgrad, das ist genau das Dreifache. Er ist genau dasselbe, was der Herr Elon Musk sagt. Und jetzt kommen seine komischen Zahlen, die ich nicht glaube. Die Flotte verbraucht im Durchschnitt insgesamt nur 1,7 Kilowattstunden pro gefahrener Meile. Den Verbrauch und das Energieäquivalent zum Diesel, das könnt ihr euch selber ausrechnen, das schreibt... So, und hier ist das Problem. Er rechnet ja alles um später. Er rechnet alles um, nur das rechnet er nicht um. Und damit rechnet er 2,74
Kilowattstunde pro Kilometer aus. 2,74. Ich habe aber 3,8 ausgerechnet. Und spannenderweise gibt es da vom Actros eine Sache von einem Mercedes. Und die rechnen so ziemlich genau mit 10% Unterschied dasselbe aus, was ich ausrechne, nicht was er da rechnet. Und jetzt sage ich, wo kommt der Unterschied her? Und jetzt ist das Problem, dass diese Zahlen, die er hier schönt, meines Erachtens nicht richtig sein können, weil ich Ihnen ja schon erzählt habe, ich meine, LKWs ist das diesbezüglich im Dieselbereich das hochoptimierteste an diesem einen Punkt, wo ich mit 80 Stundenkilometer durch die Gegend fahre. Da ist diesbezüglich vom Energieverbrauch nicht mehr viel drin. Weswegen der jetzt bei dem Ding auf 2,74 kommt und ich auf 3,8, ist nicht nachzuvollziehen. Wie gesagt, Bloch erklärt, Automotor Sport, da rechnet der harte Actros 3x 207 Kilowattstunden und dann hat er damit 500 Kilometer Reichweite mit den aktuellsten Kettle-Batterien, die es gibt. Das ist optimal gerechnet mit einer Kapazität von 100, wie war das? Das hatte ich vorhin geprüft, 0,140 Kilowattstunde pro Kilogramm. Das ist schon sehr gut gerechnet. Okay? Von dieser Seite ist meines Erachtens die Zahl von 2,74, aber mit der rechne ich nachher trotzdem weiter. Von der 2,74, ich habe 3,8 gerechnet. Das ist fast 50% mehr. Wenn er vielleicht 3,5 sind es gesichert, aber hier ist meines Erachtens eindeutig die Zahl falsch. Ich weiß nicht, wie man darauf, jetzt kann man natürlich, wie er da drauf kommt, weiß ich nicht. Das Problem ist, das habe ich Ihnen vorhin schon gesagt, diese LKWs, also die habe ich vorhin gesagt, das Wichtigste beim LKW, das habe ich vergessen zu sagen, ist, dass die letztendlich getrieben sind durch den Rollwiderstand. Ein PKW, wenn ich ihn schnell fahre, ist er durch den Luftwiderstand getrieben, aber so ein LKW hat natürlich 40 Tonnen auf den Reifen und hat einen sehr hohen Rollwiderstand, sodass bei 80, ich habe schlecht Zahlen gefunden, 2/3 Rollwiderstand ist. Das heißt, mit Aerodynamik kann ich da so viel nicht machen. Ein bisschen was geht, aber die Hauptsache ist eben Rollwiderstand und wir können davon ausgehen, dass die ganzen Reifen und so weiter heutzutage schon alle hochoptimiert sind und auf dieselben Reifen muss er ja auch mit seinem Elektroauto oder Elektrotrakt zurückgreifen. Von dieser Seite ist es mir ein Rätsel, wie ich auf 3,8 und er auf 2,7 Kilowattstunde pro Kilometer kommt, weil eben Actros, die Firma Mercedes, ja mit den aktuellen, ist ja auch nicht ganz blöd. Und die haben sich sicher auch gute Leute geholt und die haben auch sehr viel Erfahrung. Aber plötzlich ist angeblich die Firma Tesla besser. Hier, da kommt aber nachher noch was, was viel härter ist. Mal unten in die Kommentare. Jetzt ist für viele Leute nur schwer vorstellbar, wie denn so ein elektrischer LKW mit einer großen Batterie in Sachen Nutzlast mit dem Diesel mithalten möchte. Genau. Und dazu schauen wir uns erstmal ein paar Zahlen an. Das maximale Gewicht für sogenannte Class 8 Trucks in den USA, die liegt bei 80.000 Pfund. Das sind umgerechnet etwas über 36 Tonnen. Das ist das zulässige Gesamtgewicht. Und hierbei dürfen elektrische LKWs etwas mehr auf die Waage bringen. Nämlich stellt sich die Frage, warum? Und es kommt nachher noch einmal. Dort dürfen sie genau 2000 Pfund oder umgerechnet 907 Kilogramm mehr. Um die tatsächliche Nutzlast jetzt auszurechnen. Also, in den USA dürfen die Elektro-Lkw, weswegen auch immer, plötzlich eine Tonne mehr wiegen. Ich weiß nicht warum. Und in Deutschland sind es 2 Tonnen und demnächst sollen es 4 Tonnen werden. Hier wird, warum? Warum dürfen die das? Wird einfach ausgehebelt, die Sicherheitsrichtlinien. Aber macht ja nichts. Und wenn in Deutschland schon 4 Tonnen sind, heißt es, sie sind 4 Tonnen schwerer. Komisch aber auch. Ja, weiter. Müssten wir wissen, was das Ding tatsächlich wiegt. Und genau. Hier hat sich Tesla bisher in Schweigen gehüllt. Das hat sich gerade geändert. Und zwar mit der Präsentation von Dan Priestley. Ja, und zu meiner Überraschung hat darüber eigentlich niemand so richtig berichtet. Dan Priestley fing erstmal an und sagte, E-Trucking ist verdammt schwer. Es ist nicht unmöglich.
Gleichgewichts an die Kunden. Das ist ein Blubberer, zu einem Erfolg. Schlecht. Diese absolut. Dan Priestley. Erstmal mehr als 20.000. Jetzt haben wir das. Hier, okay. Das sind die Zahlen. So. So. Und er rechnet bei 500 Meilen Reichweite, das sind 800 Kilometer, rechnet er mit 23.000 Lips und hier rechnet er das lustigerweise um, wobei er das andere nicht umgerechnet hat. Das ist immer spannender, was die Leute nicht tun. Und dann landen wir eben bei 10,4 Tonnen. Jetzt habe ich Ihnen aber vorhin schon gesagt, ich lande bei meiner Reichweitenberechnung bei 7 Tonnen und er landet 7 Tonnen allein der Akku und er rechnet 5 Tonnen Akku. Von den 10,5 ist die Hälfte ist Akku, selbst mit seinen Rechnungen, die meines Erachtens falsche Zahlen darstellen, weil, wie gesagt, die Firma Mercedes, so ganz blöd ist die auch nicht, vorsichtig ausgedrückt. Das ist hier reine Propaganda. So, hier sehen Sie das. Weiter geht's. Und ja, und jetzt machen wir hier das und jetzt quasselt der da weiter. Da werde ich und richtig. Für den E-LKW mit 500 Kilometern Reichweite und weniger als 23.000 Pfund für den Tesla Semi-Truck mit über 800 Kilometern Reichweite. David, jetzt hör halt einfach mit deinen Pfund auf. Was ist das denn? Und jetzt in Kilogramm, fragt ihr euch sicher. Der Tesla Semi-Truck mit 500 Kilometern Reichweite wiegt weniger als 9.072 Kilogramm umgerechnet. Mit der großen Reichweite wiegt er weniger als 10.433 Kilogramm. Also nur 1,36 Tonnen mehr. Da habt ihr es. Und? Ja, und jetzt geht's weiter. Moment, Entschuldigung, heute ist etwas chaotisch. Und er sagte, das sind sogenannte Tearweights. Übersetzt heißt das Leergewicht. Und mit diesen Werten will Tesla den Semi-Truck in die Massenproduktion bringen. Er sagte sogar, dass diese Werte leicht zu erreichen seien. Ja. Lesen wir kurz die Definition von Tearweights. Das muss ich mir mal vorstellen, so ungebildet ist. Es sind die Tesla-Mitarbeiter, die erklären einem, was Tara ist. Netto, Brutto und Tara. Tara ist es Tearweight. Das erklärt, jetzt braucht er da von Wikipedia die Definition von Leergewicht. Es ist ein unfassbarer Zustand. Stellen Sie sich mal vor, das ist die Intelligenz dieser Leute. Das ist einfach Leergewicht. Dara ist Leergewicht. Jetzt macht er auch nur die Englische, um dich da ein richtig dran aufzugeilen. Entschuldigung, da kriege ich die Krise, Weiter geht's. Das Gewicht des leeren Fahrzeugs. Also ohne Ladung, ohne das Fahrzeug. Erstmal ein bisschen mit der Konfiguration einer Zugmaschine beim LKW auseinandersetzen. Hier gibt es verschiedene Begrifflichkeiten wie 4x2 oder gut, da rechnet das auf jeden Fall aus. Bedeutet 6 Räder, also 3 Achsen und 2 Achsen werden davon angetrieben. Der Tesla Semi-Truck, der ist so eine 6x4 Konfiguration. 6 Räder, 2. Und jetzt rechnet er das durch. Mit den 3x4 und so weiter, das macht er dann grob wissenschaftlich und rechnet nach, dass das so ganz leicht angeblich ist. So, und jetzt gucken wir mal, was er hier dann erzählt. Vorsicht, jetzt müssen Sie mal aufpassen. Achtung. 8,4 Kilogramm, 1500 Liter Diesel entsprechen dementsprechend Liter Treibstoff dabei. Manche sogar mehr. So. Diesel also noch obendrauf. Und das Gewicht. Ganz schnell, dass auch die Long-Range-Variante des Tesla Semi-Trucks, die ja weniger als 10.433 Kilo wiegt, vergleichbar ist mit einem Diesel-LKW. Und jetzt ein Fun-Fact. Und jetzt Leergewicht bedeutet, dass es sich hier um das Gewicht des Fahrzeugs mit festen Komponenten handelt. Bei einem Diesel-LKW kommt auf dieses Leergewicht der Diesel also noch obendrauf. Und das Gewicht des Treibstoffs, das müsst ihr also vom maximal zulässigen Gesamtgewicht abziehen, um die Nutzlast auszurechnen. Ein moderner Diesel-LKW hat locker 1000 bis 1500 Liter Treibstoff dabei, manche sogar mehr. Und ein Liter Diesel, der wiegt nicht genau ein Kilo, sondern ein bisschen weniger, 0,84 Kilogramm. 1500 Liter Diesel entsprechen dementsprechend 1260 Kilogramm. So, jetzt habt ihr eigentlich alle Zahlen zusammen. Jetzt haben wir alle Zahlen zusammen und hier sehen Sie den größten Betrug dieses komplett schwachsinnigen Argumentation. Und zwar, Sie haben gehört, 1500 Liter Diesel und das wiegt ein spezifisches Gewicht, nur von 0,85, sind wir bei 1,3 Tonnen, das ist richtig.
Wo ist jetzt das Problem, wo er wieder mal manipuliert ohne Ende? Wo ist das Problem? Denken wir mal nach. 1500 Liter Diesel, und was habe ich Ihnen vorhin gesagt? Sagen wir mal 1600. Kann man leichter rechnen, und wir rechnen einen Verbrauch von 40 Liter auf 100 Kilometer. Das bedeutet, wenn wir 1500 sind, 38 Liter oder 35 Liter, passt dann selbe Verhältnis. So ein LKW hat in der Long Range Ausführung eine Reichweite von 4000 Kilometer. 4000. Und der Tesla Truck hat in der Long Range Ausführung von komplette Ladung 100 auf 0 von 800 Kilometer ein Fünftel. Da ist nämlich der ganze Quatsch bei der ganzen Geschichte. Das ist das, wo uns der Liebe hier einfach nur bescheißt. Weil das ist kein Long Range. Von LKW ist das kein Long Range. Das ist völliger Bullshit, weil ich eben um die 3,5 Kilowattstunde pro Kilometer habe. Das lässt sich nicht optimieren. Nicht durch Luftwiderstand, weil eben der Rollwiderstand die Rolle spielt. Und von dieser Seite kann man diese gesamte Sache vergessen. So, da haben wir die Zahlen beisammen. Aber das ist schon, finde ich, schon ein Gimmick, oder? Wenn Ihnen jemand jetzt den ganzen Sprit da oben als Gewicht draufrechnet, von 1,3 Tonnen, aber damit kann der 4000 Kilometer fahren. Während er kommt 800 Kilometer weit, da rechnet er das Gewicht nicht. Jetzt haben wir noch ein Problem, wenn der Sprit leer ist. Dann hat er weniger Rollwiderstand, weil er ja leichter ist. Die Akkus wiegen immer dasselbe. Da hat er dann noch ein Problem, dass das so ist. So, jetzt muss man eine Sache, das werde ich jetzt überspringen, sonst wird es zu lang. Hat natürlich auch ein bisschen leichter. Also so ein LKW hat ein großes Getriebe und so weiter. Und so ein Motor, ich habe jetzt gerechnet, mit meinen Zahlen 7 Tonnen auf 800 Kilometer, er rechnet 5 Tonnen, knapp über 5 Tonnen. So ein Motor wiegt 1,2 Tonnen und ein Getriebe auch nochmal 500 Kilo. Und der Antrieb ist kleiner, so ein Elektromotor wiegt ja auch was, da kann man vermutlich sagen, das wiegt so viel wie Getriebe. Die sind nicht so groß, klar. Und ich muss die Fahrgastzelle nicht so steif bauen, weil ich die Motoren direkt an der Antriebsachse, weil die Elektromotoren sind kleiner. Da sind wir uns einig, das geht einfacher. Das heißt diesbezüglich, aber dass das so viel leichter ist, ist Unsinn. Und, kommt dann später, das skippe ich, sonst wird es zu lang, in Deutschland will man für Elektro-LKWs 4 Tonnen mehr Gewicht zulassen. Das heißt, so ein Elektro-LKW wiegt im Leergewicht 4 Tonnen mehr. Umgekehrt, so ungefähr 3,5 bis 4. Und von dieser Seite sieht man ja, wo wir hinlaufen. Und er sagt, da ohne, es wiegt quasi dasselbe. Und das kann ja wohl nicht sein. Soweit, so gut. So, und jetzt rechnen wir mal ganz normal aus, wie viel unser elektrisches Netz, und das ist, dann kommt dann später, und das ist das einzige Problem, dass hier Tesla hat diese Supercharger und so weiter und alles kein Problem und Tesla ist führend und so weiter. Da faselt er sich dann echt da. Ich kotze bei dieser, wirklich bei der Person wird mir richtig schlecht. Gucken wir mal, was er dann da für einen Unsinn loslässt. Da, was er da sagt, das wäre die beste Ladeinfrastruktur und so weiter. Ich gucke mal, ob ich das noch finde. Angebrachtes Gegenargument. Ja, und das Schöne dabei ist, Ladeinfrastruktur ist eine Spezialität von Tesla. Ja. Kein Unternehmen kann das besser als Tesla und die machen alles in-house. Und Dan sagte bei seiner Präsentation, die Megacharger von Tesla, die sind bereits heute im Einsatz und die ermöglichen eine Reichweite von über 1600 Kilometern an nur einem Tag. Und hier ist der limitierende Faktor dann nicht mehr die Ladeinfrastruktur oder die Batterie, sondern die Stunden, die es an einem Tag gibt. Und Tesla hat ja... Und das ist wieder falsch. Wo ist das Problem? Das stimmt nicht. Der limitierende Faktor ist nicht das. So, jetzt machen wir Fakten. Das ist wieder belogen. Problem ist das, wenn ich als Punkt 1, so ein Ding hat 1 Megawatt Ladeleistung für dieses, soll haben. Also Kabel so dick wie da mein Handgelenk. So weit, so gut. 1 Megawatt. Ja. Okay. Und wenn ich da einen habe,
Also erstmal muss ich das Megawatt-Leistung irgendwo herkriegen. Und jetzt mache ich mal zwei daneben, wo zwei LKW laden sollen. Also der Bloch hat das gemacht mit mehreren Autos nebeneinander. Die müssen ja dann 2 Megawatt und wenn 3 Stück nebeneinander stehen, müssen 3 Megawatt zur Verfügung stellen. Das ist so, das ist Kraftwerksleistung. Da kann man komplett das Kraftwerk daneben stellen. Und das geht einfach nicht. Und das Problem ist das, dass eben, wenn mehrere gleichzeitig geladen werden an einer Ladestation, wo mehrere Ladestationen nebeneinander stehen, dann einfach die Ladeleistung der einzelnen Dinger sinkt und die laden nicht mehr mit 1 Megawatt, sondern nur mit 500 Kilowatt. Auch hier hat der Witter die Unwahrheit gesagt, da kann Tesla so führend sein, wie es will. Er erzählt von seinem Tesla, mit seinem Tesla erzählt er einfach nur Blödsinn. Das ist das Problem. Warum macht man das? Wie gesagt, warum, wenn ich doch so ein guter Mensch bin, weswegen muss ich so ein Blödsinn erzählen? Da ist das, wo mir solche Leute wirklich auf den Geist gehen. Und der Gimmick war ja das, wo er dann ein Long Range mit 3.500 Kilometer Reichweite gegenübergestellt hat. Seinem Tesla mit 800 Kilometer Reichweite, wo hat das Gewicht da oben drauf gehängt. Da fällt mir dann nichts mehr ein. So. Und wo wir jetzt fertig sind, erstmal, jetzt machen wir noch was. Jetzt rechne ich Ihnen das mal schnell durch. Und zwar habe ich auf Statista gefunden, dass LKWs, gesamtgefahrene LKW-Kilometer in Deutschland, 70 Milliarden Kilometer pro Jahr fahren. 70 Milliarden, das ist 7 000 000 000 000 Kilometer. 70 Milliarden. Das ist eine 70 und dann 9 Nullen hinten dran. So. Und jetzt rechnen wir mit einem Stromverbrauch von rund 3 Kilowattstunden pro Kilometer. 3, weil 70 mal 3 sind 210, sagen wir 200. Das sind 200 Milliarden Kilowattstunden. Und dann muss ich nochmal 3 Nullen dranhängen, um die Wattstunden auszurechnen. Das ist dann die Watt, ist die SI-Einheit. So. Und dann habe ich hier entweder, und das sind 200 Terawattstunden oder 200.000 Gigawattstunden. Zum Vergleich, unser gesamter Strom, wir brauchen in Deutschland ungefähr 500 Terawattstunden für Gesamtdeutschland als elektrischer Strom. Im Moment ungefähr knapp 500 brauchen wir. Aber der braucht für alle LKWs, braucht er ungefähr, ich habe jetzt mit der Zahl 3 gerechnet, also er hat ja 2,7 gerechnet, ich habe 3,6, ich habe jetzt mit 3 schön gerechnet. Er braucht 200 Gigawattstunden. So. Und jetzt kann ich einfach mal die Ladeleistung, die ich durchschnittlich brauche, ausrechnen. Und das Jahr hat 8.760 Stunden. Und wenn ich 200.000 Gigawattstunden durch 8.760 teile, dann liege ich bei einer kontinuierlichen Ladeleistung von 23 Gigawatt, wenn ich alle LKWs elektrisch fahren möchte. Hinweis, unser Stromnetz hat da so, wenn ich auf dem letzten Loch kriege ich 85 hin. Also ich lade da jetzt ganz kontinuierliche Ladung, immer ganz gleich was überhaupt. Völlig irreal ist, hänge ich da 23 Gigawatt alleine an. 23 Gigawatt hänge ich da dann an Ladeleistung drauf, nur was die LKWs brauchen. Von Steckdose. So, das ist aber jetzt blöd. Ich habe mindestens 10% Ladeverluste. Und ich habe noch Übertragungsverluste, das sind auch nochmal rund 10%. Das bedeutet, auf die 23 Gigawatt muss ich dann nochmal rund 5 Gigawatt draufhängen für die Verluste, womit ich dann bei 28 Gigawatt zusätzlicher Leistung bin, die unsere Kraftwerke bereitstellen müssen. Die gibt es aber gar nicht. Von dieser Seite können Sie diesen ganzen Elektrotruck-Mist vergessen. So, und jetzt haben wir noch ein Problem. Im Winter braucht so ein Elektroauto, naja gut, zumindest die Kfz, 25% mehr, sagen wir mal die LKW 15-20% mehr, können Sie 28 Gigawatt, können Sie dann noch einmal, sagen wir 20% mehr, 20, das sind 5, das sind ungefähr 33 Gigawatt Leistung,
die man dann im Winter bereitstellen müssen, dann, wenn die Solaranlagen nicht funktionieren. Und damit wäre die ganze Sache gegessen. In diesem Sinne, euer Ingenieurskanal. Muss mal sehen, ob ich die Sachen da unten rausschneide. Ein bisschen aufwendig, weil das ist, ich mache das hier alles nebenbei. Aber 36 Gigawatt Leistung für unsere LKWs. Also das ist jetzt kein einziger PKW fährt mit dieser damit. Und es ist keine einzige Wärmepumpe, die jetzt auch noch das, das kommt ja alles noch dazu. Es sind nur die LKWs, die brauchen mit den 70 Statista-Zahlen, können Sie gucken, 70 Milliarden Kilometer. Und von dieser Seite können Sie diesen ganzen Unsinn, den uns der Herr Elon Musk, obwohl er ja Asperger hat, aber und sehr intelligent ist, aber irgendwo Grundrechenarten, Mathe, Sätzen 6. Danke fürs Zuhören.